Hallo Stefan, was machst du hier? Hallo Ida, du, ich hänge gerade Schilder auf. Warum hängst du das auf? Wir haben ja ganz trockenes Wetter, es hat lange nicht geregnet und soll auch die ganzen nächsten Tage nicht regnen und sehr heiß sein. Ich hänge hier Schilder auf, um die Waldbesucher eben vor der Trockenheit und vor der Waldbrandgefahr zu warnen, dass die eben hier keine Zigaretten wegschmeißen oder nicht rauchen, dass sie kein Feuer machen und ihre Autos nicht auf dem trockenen Gras hier abstellen. Hallo, ich heiße Ida, ich bin 9 Jahre alt und heute will ich mir angucken, wie so ein Waldbrand entsteht. Ich heiße Stefan, bin Förster und in meiner Freizeit bin ich als freiwilliger Feuerwehrmann im Wald auch unterwegs. Das knistert richtig. Genau, und alles, was hier knistert, das ist das Gefährliche, ne? Das kann nämlich brennen. Wenn wir uns das hier auf dem Boden mal angucken, guck mal hier, hier ist überall ganz trockenes Zeug, angefangen von dem Gras hier. Waldbrände sind auch in Nordrhein-Westfalen nicht ungewöhnlich. Besonders im Frühjahr und Hochsommer muss Stefan Tag und Nacht mit einem Einsatz im Wald rechnen. Denn dann finden sich viele trockene Pflanzenteile am Waldboden. Aber wie entsteht so ein Feuer am Boden eigentlich? Guck mal, alles, was du hier siehst, ne, dieses trockene, knisternde, alles das ist ja gefährlich und kann brennen. Ja, guck mal, was haben wir hier alles so liegen? Was meinst Krass, du? Was? Genau. Fichtennadeln und Zapfen. Fängt das echt so schnell an zu brennen? Ja, wahnsinnig schnell. Pass auf, dann mache ich dir einen Vorschlag. Wir nehmen hier von allem richtig trockenen mal was mit. Okay. Und zu Hause in der Feuerschale kann ich dir mal zeigen, wie leicht das eigentlich anfangen kann zu brennen. Kannst du mir ein bisschen was raufgeben? Ich habe noch Platz in der Hand hier. Stefan, aber brennen so grüne Bäume eigentlich auch? Weißt du was, wir probieren das mal. Wir nehmen mal von den beiden hier, weißt du was das ist? Eine Eiche. Mhm. Und daneben? Eine Fichte. Genau, von denen nehmen wir auch mal einen Zweig mit und probieren das einfach mal aus. Gleich. Okay. Dann guck mal, wir haben jetzt hier unsere Feuerschale und das ganze trockene Material mitgebracht. Das können wir jetzt hier noch mit reinlegen. Und jetzt, wir haben ja auch eine Gießkanne stehen, dass hier nichts passieren kann, sind hier auf dem Pflaster. Jetzt kriegst du mal die Streichhölzer. Jetzt gucken wir einfach mal, wie gut oder schlecht das hier anfängt zu brennen. Das geht sehr schnell. Das geht schnell, ne? Guck mal, jetzt brennt. Gehen wir mal ein Stück zurück. Das brennt aber ganz schön doll. Genau. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn das im Wald die ganze Fläche damit voll ist, wie gefährlich das ist, ne? Ja. Wenn das einmal anfängt, ein bisschen Wind dabei kommt. Und dann hatten wir vorhin noch, hast du die Frage, was denn mit den grünen Bäumen ist? Ja. Was meinst du? So eine Fichte? Wir legen den Zweig mal drauf und gucken, was passiert. Das fängt viel mehr an zu rauchen. Ja, es raucht erstmal. Da ist ja Wasser drin. Hör mal. Jetzt fängt es an zu knistern. Ja. Jetzt? Fängt es an zu brennen langsam. Das fängt relativ schnell an zu brennen. Guck mal, jetzt steht der Zweig nämlich schon voll in Flammen. Der Eichenzweig brennt deutlich schwächer als der Fichtenast zuvor. Wie groß die Gefährdung durch einen Brand ist, hängt also auch von den Baumarten ab, die im Wald stehen. Nach dem Versuch heißt es selbstverständlich Wassermarsch. Boah, jetzt kann ich mir vorstellen, wie schnell das im Wald brennt. Genau, das geht rasend schnell, ne? Da hat man nicht viel Zeit. Hm? Man muss schnell sein, um so ein Feuer zu entdecken, wenn es irgendwo anfängt. Eine weggeworfene Zigarette oder ein Grill am falschen Ort reichen aus und der Wald steht in Flammen. Deswegen gibt es von März bis Oktober auch ein Feuer- und Rauchverbot im Wald. Leider halten sich da nicht immer alle dran. Und so sind die meisten Waldbrände bei uns vom Menschen verursacht. Viele Feuerwehrleute wie Stefan werden dann gebraucht, um so ein Feuer zu löschen. Brennt es nur am Boden, geht das noch ganz gut. Im besten Fall kann der Brand gelöscht werden, bevor das Feuer die Baumkronen erreicht. Verbrannter Waldboden und abgestorbene Bäume bleiben nach einem Brand zurück. Dass das nicht das Ende des Waldes ist, zeigt Stefan Ida auf einer anderen Waldfläche. Hier war ein kleiner Waldbrand auf dem Boden und den habe ich auch mit gelöscht. Wenn du genau guckst, findest du auch noch Spuren von dem Feuer. Ein bisschen Rinde, Stöcke, hier auch, guck mal.
man richtig noch riechen. Ne? Ist halt wie Holzkohle. Wenige Jahre nach dem Brand ist die Fläche eher grün als schwarz. Viele Birken sind ganz von allein gewachsen. Pioniere eines neuen Waldes. Dann ist Waldbrand doch für den Wald gar nicht so schlimm, oder? Du hast recht. Also wenn das jetzt kleinflächig mal brennt, ist das für den Wald erstmal kein Drama. Wenn man aber so ein Feuer nicht rechtzeitig entdeckt, das größer wird und sich ausbreitet, dann ist es gefährlich. Im Ernstfall muss alles sehr schnell gehen. Dabei stellt der Einsatz im Wald die Feuerwehr vor besondere Herausforderungen. Welche das sind, möchte Stefan Ida bei einer kleinen Feuerwehrübung zeigen. Wir nehmen jetzt mal an, wir hätten jetzt einen richtigen Waldbrand. Dann fahre ich mit so einem Fahrzeug raus, wie es hier steht, nicht alleine. Wir üben das jetzt mal, du kommst mit mir mit. Ich habe hier immer den Helm und den Handschuh, die bei uns die Jugendfeuerwehr trägt, mitgebracht. Und das kannst du gleich mal anziehen, wenn wir draußen sind. Okay. Dann kannst du schon mal einsteigen und mitfahren. Jetzt wird's ernst. Ida steigt das erste Mal in ein Feuerwehrauto. Das ist extra für den Waldbrandeinsatz ausgerüstet. Mit Blaulicht und vollem Wassertank geht's ab in den Wald. Woher wisst ihr eigentlich, wo das Feuer im Wald ist? Das ist gar nicht so einfach manchmal zu finden, da hast du recht. Also jemand ruft ja an, weil er ein Feuer gesehen hat, entdeckt hat, Rauch gesehen hat oder es irgendwo glimmt oder tatsächlich brennt. Und dann müssen wir los von zu Hause, werden wir alarmiert. Und dann müssen wir tatsächlich im Wald suchen, wo das Feuer ist. Das geht manchmal schnell, manchmal dauert es ein bisschen. Na, und die Besonderheit ist, dass wir im Wald hier, du merkst das schon, dass wir schlechte Wege haben, teilweise gar keine Wege. Dafür brauchen wir dann ein sehr geländegängiges Auto, dass wir dann tatsächlich auch da hinkommen, wo wir hin müssen. Und dass wir im Wald kein Wasser haben. Na, und dann tatsächlich, wenn wir Glück haben, einen Löschteich oder einen Fluss. Aber ansonsten müssen wir uns Wasser mitbringen oder mit ganz, ganz wenig Wasser auskommen. Ida wird auf der schlechten Wegstrecke ganz schön durchgerüttelt. Ein normales Feuerwehrauto hätte hier keine Chance. Wie bei einem echten Einsatz muss Ida einen schweren Löschrucksack tragen. Da ist nämlich ganz viel Wasser drin. Stefan macht sich's leichter. Er nimmt die Hacke. Nehmen wir mal an, da vorne raucht oder qualmt. Das gehen wir da hin und versucht das mal mit dem Rucksack auszulöschen. Da? Ja, genau, da vorne ein bisschen weiter. Das ist anstrengend. Anstrengend, ne? Ja, der Rucksack ist auch nicht so ganz leicht, aber wird laufend leichter. Je mehr du pumpst, desto leichter wird dein Rucksack. Pump mal richtig ordentlich was da rein. Warum machst du das eigentlich mit der Hacke? Wir haben ja Wasser. So, Wasser ist ja bei uns Mangelware. Und dem Feuer nehmen wir jetzt hier die Nahrung weg, wenn wir hier mit der Hacke das wegziehen drumherum. Oder gucken, dass wir an die Glut rankommen, die im Boden drin ist. Und dann mit ganz, ganz wenig Wasser gezielt oder nur mit der Hacke versuchen wir auch dann, das Feuer auszumachen oder es gar nicht weiter ausbreiten zu lassen. Tut es das doch, hilft nur noch Wassermarsch. Aber einfach draufhalten ist nicht. So, jetzt hast du einen Strahl, der weit geht. Ne? Und jetzt nach unten. Ja, genau. Und jetzt hast du so einen Sprühstrahl. Ne? Was Ida bei der Übung Spaß macht, ist im Brandfall bitterer Ernst. Boah, Stefan, das ist ganz schön anstrengend. Aber einen richtigen Waldbrand möchte ich auch nicht erleben. Nee, ist auch nicht angenehm. Ist immer heiß, ne? Es staubt, raucht. Ist gefährlich für die Feuerwehrmänner und Frauen, die im Wald unterwegs sind. Ne, man weiß jetzt nicht, wie kommt der Wind, wo zieht das Feuer hin. Deshalb müssen wir regelmäßig üben. Ne? Ida weiß jetzt, dass Waldbrände meistens durch Menschen verursacht werden. Sie hat erlebt, dass es vor allem trockene Gräser und Äste am Boden sind, die Feuer fangen. Sie kann sich vorstellen, wie schnell sich ein Feuer im Wald ausbreitet. In einer Übung hat Stefan ihr gezeigt, wie die Feuerwehr einen Waldbrand bekämpft. Sie weiß, das ist anstrengend und gefährlich. Einen echten Waldbrand möchte sie nicht erleben.